Eigentlich würde ich gerne alle voll werden lassen. Das Problem ist nur, dass die Ressourcenverteilung dann total aus dem Gleichgewicht kommt. Das müssen wir nach und nach beobachten. So, wir haben noch viele andere Sachen, die zu tun waren. Roboport. Erstmal ist wichtig, dass wir überhaupt eine Roboterversorgung hier haben. Das heißt, hier irgendwo baue ich die hin. Damit das da oben mit drin ist. So. Dann müssen wir gucken, dass Plastik angeschlossen ist überhaupt am Roboternetzwerk. Da haben wir eine schöne Plastikkiste mit 9000 Plastik. Aber direkt da unten geht's aufs Fließband. Vom Fließband läuft es da lang, da lang, da lang. Ja. Das hier ist die einzige Kiste. Das heißt, aus der Kiste müssten wir eigentlich nur eine große Gib-mir-Kiste geben. Nee, Bitteschön-Kiste. Können wir aber noch nicht, ne? Nö. Aber Military 4 müsste bald durch sein, wenn ich die Science Packs da abliefer wahrscheinlich. Das heißt, das ist jetzt der nächste Schritt. Und Eisen geht aus. Nein! Das kam früher als gedacht. So, das heißt, wir müssten hier schon die nächste Reihe anfangen. Nicht schön, ich dachte, das hält ewig, das Ding. Ah, falsch gedacht, ne? So. Achso, Stromversorgung, ja. Okay, alle wieder weg. Immer zuerst das Netzwerk aufbauen. Immer zuerst das Netzwerk aufbauen. So. Genau. Okay. Weg. Weg. So, nochmal. Einfach an den Rücken der Alten. So, so, so. Oben kleines Extra. So, die brauchen jetzt alle Produktivitätsmodule. Und eigentlich sogar die Zweier-Produktivitätsmodule. Das wird jetzt eine Weile dauern. Aber ich denke, das gönne ich mir. Die sollten ja eigentlich jetzt aufhören zu arbeiten. Oh, oh. Weg damit hier, weg damit hier. Das Eisenerz, was hier runterfällt, wird da unten aufgesammelt von dem Item-Kollektor. Richtig? Hey, jupp. Zieht euch mal die Reichweite rein. Von da unten bis da oben. Die Dinger sind echt krass. Okay. Ja, gut. Also ich setze die hier oben erst in Betrieb, wenn ich da MK2 Produktivitätsmodule drin habe. Und dafür brauchen wir mehr Stahl. So, was war noch? Plastik. Genau. Militärmodule. Da, hier. So wie noch. Nimm. 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 So, alle ein bisschen arbeiten. Damit das schneller geht. So. Ihr seid leer. Okay, können wir uns um das nächste Lava-Ding hier unten kümmern. Weg. Weg. Und Skynet ist wirklich jetzt an der Tagesordnung. Weil die paar Roboter, die kommen nicht mehr mit der Kohle hinterher. So. Warum ist da noch so viel Lava drin? Oh. Okay, die Tanks sind leer, aber die Rohre sind voll. Gut, die dürfen uns ja noch leer machen. Danach kümmern wir uns da unten drum. So, das hier kann auch... Oh, Military 4 fertig. Sehr schön. Piercing Ammo. Ich wollte jetzt aber etwas Wichtiges. Genau, die Kisten. Ich wollte die besseren Logistikkisten haben. Nicht da. Was fehlt das denn jetzt schon wieder? Nee. Logistikroboter. Erlaubt Logistikroboter 2, erlaubt passive Provider Chest MK2. Da steht aber nicht, welche Größe die haben, also auf dem Spielfeld. Und die brauchen wieder tierisch viele davon. Ja, das wird dann erstmal nix. Das heißt, wir müssen die Plastikkiste oben ersetzen durch normale, kleine. Schade.
Okay. Was dann jetzt? Was können wir eigentlich noch Tolles gießen demnächst? Piercing Shotgun Shells. Ja. Was kommt danach? Kann ich nicht sehen. Das ist doof. Das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Ah, das erforsche ich auf jeden Fall. Damit das. Oh, jetzt brauchen wir es gar nicht mehr. Mist. Aber wir brauchen später für die Verladeeinrichtung beim Bahnhof und es kostet halt nicht viel. Und diese kleinen Sachen habe ich immer ganz gerne abgeschlossen. So, das kann alles weg. Du bist eine Kiste voll mit Kohle. Das heißt, wir machen hier draußen mal nix, weil wir keinen Stahl haben. Ach so, und Baum setzen. Immer wieder schön Bäume setzen. Jetzt haben wir ein Problem. Also, das Problem haben wir eigentlich jetzt schon, aber jetzt haben wir ein schlimmeres Problem. Das ist eine Menge gewesen. Noch ein Stack. Okay, warte. Da. Einmal die kompletten Science-Farmen da oben einbauen. Ja, die Kiste jetzt eigentlich nicht unbedingt. Ich hoffe mal, dass. Ja, zu Ende. Gut. So, Stahlmopsen. Und dann weiter am Roboternetzwerk arbeiten. Also sowohl an den Kisten als auch an den Robotern selber. Du, her damit, her damit. Mach rote Kisten. Du bist schon eine passive Kiste. Aus der Steinkiste könnten wir passive Kisten machen. Ah, wir sind auch gleich größer. Sehr gut. Und das Wichtigste eigentlich war hier die Plastikkiste. Problem. Sie ist voll. Und es kommt gar kein Plastik, oder fast kein Plastik mehr an. Okay, mach dich mal weg. Ich suche gerade eine schöne Ecke, aber die sind alle irgendwie verbraten. Okay, anders. Wir lösen Stahlkistenprobleme mit mehr Stahlkisten. Was? Okay, dann halt so, so, so. Klicker die Klick, Klick, Klick. Nein, nicht mein Stein. Abbauen. Da jetzt bitte eine kleine popelige solche Kiste hinstellen. Nehmen, 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 nehmen. Smart. Ja, das ging schnell. Du bräuchtest jetzt schon 200. Nee, das will ich nicht. Ich hätte gerne. Noch ein Toolbelt-Slot. Das wäre schick, ja. Aber es ist nur, ne? Spielkram. Charakter-Logistik-Slots. Das wäre praktisch, ja. Ist eigentlich auch nur Spielkram, aber es ist tollerer Spielkram. Plastik. So. Das alles raus. Das alles da rein. Roboterabdeckung haben wir hier. Ja, haben wir. Okay. Es hängt jetzt also nur noch an den Robotern. Das heißt, wir bauen jetzt Skynet. Skynet kommt wohin? Was brauchen wir für Skynet? Wir brauchen die Roboter-Frames. Die brauchen rote Engines. Also hier unten irgendwo. Wo? Da. Das heißt, ich hätte jetzt gerne eine Fabrik. Hier. Die stellt bitte das daher. Dafür braucht sie. Erstmal brauchen wir neue Ärmchen. Ärmchen, Ärmchen. Weil das sind alle spezielle Ärmchen da. Genau, einmal kriegst du grüne Chips von da. Warum? Die Fabrik muss weg, fällt mir gerade auf. Weil wir wollen keine blauen Chips mehr so herstellen, das ist Verschwendung. Ah, der arme Geogon der Vergangenheit. So, du, komm mal mit. Das hier muss dann auch weg. So. Das heißt, die roten Chips müssen auch gar. Das ist alles umsonst gewesen.
Die roten Chips müssen auch nicht mehr dahin. Stattdessen bräuchten wir da Batterien und Stahl. Mach mal erstmal das da weg. Wozu ist jetzt die rote Fabrik da? Die brauchen wir auch gar nicht mehr, ne? Richtig, die brauchen wir auch gar nicht mehr. Das ist irgendwie schade. Ich mach das mal ab. Also das Ding arbeitet einfach nicht mehr. Genau, liegt die Chips einfach auf dem Boden. Ist ja bloß Hightech-Zeug. So, du kriegst einen von da nach da. Du nimmst die roten Chips da bitte weg. Und das hier könnten wir eigentlich auch durch Flüssigkeiten ersetzen. Das ist so viel, was wir... Na gut. Stahl hätten wir hier. Sogar eine ganze Menge. Das könnten wir hier abzwacken und irgendwie nach da oben bekommen. Und wo kriegen wir Batterien auf die Schnelle her? Von da. Okay. Bau. Da ein Ding hin, das keinen Strom hat. Du gehst nach da. Die Höhe. Also. Die Höhe, richtig? Nee, ein weiter oben. Zip. So. Haben wir ganz, ganz tolle Untergrundbelt-Dinger. Nein, ganz tolle wollte ich. Die da. 40 Eisengeo. Das ist happig. Oh. Ja, die sind nicht wirklich zu vergleichen mit den Rohren. Das, ja, merkt man schnell. Achso, und bitte kein Eisen und Kupfer mehr hin und her transportieren. Das ist echt unfair für die Roboter. Mach die mal kurz raus. Das heißt, eigentlich hätte ich das auch gar nicht erforschen sollen, weil wir haben nicht die Roboter dafür, uns auch noch zu versorgen. Die Maschinen sind erstmal wichtiger. Wir können ja noch selber rumlaufen. Die Maschinen können nicht aufstehen und sagen, ach, ich hole mal ganz kurz meinen Stahlbarren. Das klappt nicht so ganz. Da, da. So, ich hoffe mal, das reicht jetzt. Ja, sehr schön. Darum. Und da lang. Ta-ta-ta-ta. Fehlt nur noch Stahl. Stahl soll jetzt auf die Seite da irgendwie kommen. Das heißt, dich setzen wir ebenfalls mit einem langen Ärmchen, das wir jetzt nicht mehr haben. Oh, das war... Ja, egal. Da. Dich setzen wir, oh Gott. Dahin. Dann unterirdisch nach da. Nach da. Ach, das geht sogar einigermaßen. So. Jupp. Erster Schritt von Skynet abgeschlossen. Keine Fabrik. Und wir haben kein Eisen. Das, was ich jetzt nicht mehr von den Robotern haben wollte, haben wir jetzt nicht mehr. Aber die Kiste da dürfte eigentlich voll sein, hm? Naja, die jetzt nicht ganz, aber 15.000 Eisenplatten. Das tut immer wieder gut zu sehen. So, bau zwei Fabriken. Und nimm zwei neue Stacks raus. So. Spielerinventar ist total zugemüllt. Das ist richtig. Die Module. Wir haben 6 Produktivitätsmodule. Die könnten wir schon mal einsetzen. Und zwar eigentlich hier bei denen, ne? Denen, die noch arbeiten. So, das war's schon. Das ist echt mau. Ja, damit habe ich das Spielerinventar jetzt für eine Dreiviertelstunde ausgelastet gefühlt. Echt krass. So, der Wald wuchert schön vor sich hin. Charakterslots sind fertig. Gäbe es sogar noch mehr, aber nein. Advanced Repair Pack. Nein, nein.
Crystal, Formation Drill und Military 6. Nein. Sniper Turret. Brauchen wir bisher noch nicht? Robotergeschwindigkeit. Robotergeschwindigkeit klingt sehr gut. Bau das bitte. M. Yeah, die Kisten hier. Da komme ich schon gar nicht mehr ran. Bäume sind manchmal echt ein wenig unpassend. So, Holz, Holz, Holz. Da bist du Provider Chest. Kriegst meinen ganzen Krimskrams. So. Das ist auch noch Carbon, die 4 Schienen, 10 Silber. So, das reicht. Forschung ist am Laufen. Wir wollten noch ein Item Collector aufstellen im Osten. Da. Dann wollte ich das Stromnetz eigentlich noch erweitern. Ich wollte mich um Stahlfeintuning kümmern. Das Eisen sieht so mau aus, was gerade ankommt. Ja, okay, wir haben auch ein dezent hohe Abnehmer-Dingens hier geschaffen, ne? Ja, sehr schön. Also, ist echt schön, aber, ja. Ist unsere Infrastruktur noch nicht für ausgelegt. Es kommt später. Positive Nachricht, wir haben keinen Sludge. Und dementsprechend können auch keine Knödelchenprobleme auftreten. Und bisher wurde auch kein einziges hier hinten abgefangen. Ja, wie schaut Lava aus? 1200er ist fast voll, 1400er ist leer. Achso, weil von unten nichts kommt. Ja, ist okay. 1600er ist voll, 1800er ist voll, 2000er ist... Naja, ist okay. Die Module sind am Arbeiten. Den Item-Collector, wo bist du? Wo bist du, komisch geformtes Rüsselding? Sehe ich nicht. So, ist er noch gar nicht fertig, weil er irgendwo hier ganz unten ist. Ja... weg. Kurz warten, bis der voll ist und dann auch wegklicken. Komm schon. Weg. Das ist dezent viel Zeug. Aber na gut. So, wo wurde ich hingetrieben? Ich wurde hingetrieben zwischen Eisen- und Kupferverarbeitung. Ja, da kann ich gerade nicht so viel machen. Ich will Eisen halt erst weiter ausbauen, sobald ich die Produktivitätsmodule 2 habe. Kupfer eigentlich auch. Wir könnten ein bisschen Trecker fahren. Achso, erstmal wieder Module anschmeißen. Zack, 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 zack. Dann... dich. Irgendwo waren ja ganz viele Leichen. Nicht hier, sondern... Oh, ich komme bei der Wand nicht mehr durch. Hier, genau. Heißt, ich setze mal das Ding hier hin. Das müsste hier schon arbeiten. Kriegst noch ein Ärmchen. Kriegst eine Kiste. Jo, hier ist noch mehr Leichen. Plastik? Warum? Hä? Achso, das sind andere Sachen, die noch irgendwo in der Pampa rumgelegen haben. Ja gut. Ich speichere jetzt mal kurz ab. Und in der nächsten Folge versuche ich ja nochmal ein, zwei von den Außenbasen Platz zu machen, damit sie nicht durchgehend am Schnüffeln sind. Also bis gleich.